habe mich mit Ihnen hier gerne getroffen, weil ich neugierig war darauf, wer ist das überhaupt und was findet hier statt. Wir sind im Kurpark in Lüneburg und den habe ich mir ausgesucht, weil ich ganz in der Nähe wohne, weil ich hier oft spazieren gehe und weil das ein toller Ort ist für die Lüneburger, um sich zu erholen. Schön. Zum Abschalten höre ich gern klassische Musik, dann eher Bach. Ich verbringe meine Freizeit am liebsten zusammen mit meinem Mann, den sehe ich nicht so oft durch die Plenarwochen und dann bin ich am liebsten draußen. Also zu Anfang ist es schon merkwürdig, wenn man sich selbst begegnet, wenn das Bild an jedem Baum und am Laternenpfahl hängt. Je besser das Bild ist, umso schöner ist es am Ende und irgendwie finde ich es dann auch gut. Um sich in der Bundespolitik durchzusetzen, muss man sehr beharrlich sein, man muss teamfähig sein. Ich finde, man muss eine Haltung haben und man darf auch nicht zu empfindlich sein. Also wenn ich den Wunsch frei hätte, jemanden zum Abendessen einzuladen, würde ich als großer Dänemark-Fan die dänische Königin Margrethe II. Mal gerne einladen. Das ist eine taffe Frau, finde ich, mit der würde ich mich gerne unterhalten. Und ich würde was Norddeutsches kochen, Stint oder Heidelamm. Auf eine einsame Insel nehme ich mit, was zu lesen. Meinen Mann würde ich gerne mitnehmen und was zu sticken. Meine Lieblingsfarbe ist Rot, aber es gibt auch noch andere Farben, die ich sehr schön finde. Ein Geheimnis verraten? Nö, ich habe gar keins. Okay. Ratschläge schlagen habe ich früher gern gemacht, glaube ich, kriege ich heute nicht mehr so gut hin. Ich tausche mich gern mit Leuten aus, um Meinungen aufzunehmen und auch meine Meinung zu sagen. Also den Kontakt zu den anderen Bundestagsabgeordneten aus Lüneburg, der ergibt sich durch die praktische Arbeit in Berlin, aber wir haben keinen festen Jourfix. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen kühler ist, stürmt und regnet. Ich finde Policy Lab klasse, weil sie sich dafür einsetzen und ihre Aktivitäten dazu beitragen, dass junge Leute einfach einen besseren Zugang zur Politik bekommen. Und das finde ich super. Ich bedanke mich, hat mir viel Spaß gemacht.